Heartbeats building, no flicks, no warnings. 40. Ah, oh, da wird er schon fliegen. Info, schönen guten Morgen, Delta Echo X-Fox Sierra. X-Fox Sierra, seid gegrüßt. Ah, man merkt, dass wir ein bisschen was wiegen jetzt. Ne? Ja, volle Tanks, ne? Ja. Kilo verstanden, nächste anfliegende Rett, Queranflug, Wind 090 Grad. Ach, danke, fertig war. Delta Fox Sierra, voll auf und startet. Delta Lima November, verlässt die Kilo-Strecke. Bis Lima November. Charlie, check mal 1725 Flanders Pfeil, der Bond in Eagles Bar, south of Kilo, in 1500 Firefahren, wird Bierfahrt, wohl auch schwer. Contrastic information, please. Delta Bravo, Mike Charlie, identify and take and dismiss. Dismiss Lima, Oscar India, Romeo, S5. Delta Bravo, Mike Charlie, Watcher. Charlie climbing, flight level 075. Delta Echo Bravo, Mike Charlie, Roger. Delta Mike Charlie request. Correct. Mike Charlie requesting to cross the airspace Delta of Stuttgart. It's quite a bit time, but maybe you can ask one. Yeah, I'll ask and call you back. Delta Mike Charlie, we are leaving level 75, descending altitude 4000 feet. Roger, the QNH 1018. QNH 1018, look. Charlie. Hätte schon bei der Lufthansa wieder. Kannst du mal. Dann lässt uns vielleicht doch durch. Der zeigt dir da oben mal. Also das ist Charlie, FTX, die Descent, there's Alpha Traffic coming towards two or two, 2 o'clock, 4 miles, level 59. Mike Charlie, increasing deceleration. Obwohl wir noch frei sind, ne? Ja, ja. Packt sich jetzt in die Hose. Ich wollte schön gemütlich, ja. Information, Delta Kilo Sierra, Bravo Delta. Wird komplett frei, ne? Lange. Delta Echo Bravo Mike Charlie, leaving 4500, climbing flight level 075. Delta Mike Charlie, Roger. Ja. Bruder, und es ist ja nur beim Steigen unangenehm, weil du nicht so f***. Delta Echo Bravo Mike Charlie, watch out for power glider, 1 o'clock 3 miles, right to left 5600 feet. Delta Mike Charlie, looking out. One mile, da ist einer. Hast du den? Ja. Ich sehe ihn noch nicht. Ah, auf meinen. Ah ja, okay. Delta Mike Charlie, Glider in sight. Roger. Dann unterbrechen wir das Climb mal kurz und bleiben auf dem. Ja, so we maintain level 5-1 so far. Roger. What was the indicated altitude of the Glider? 5600. Yes, you know. Ja, inside. Ja. Ah, ist ein bisschen drüber. Na gut, dass er uns gesagt hat.
fährt jetzt genau Delta auf unseren Kurs. Charlie, weiter geht's dann bei Wien Info 124,4. Also das ist der Kurs jetzt auf 49. Delta Michael Oscar Charlie. Oh, okay. Das wird wahrscheinlich nicht mal gesehen. Delta Mike Charlie, clear of traffic. With you. Alles ja, okay, dann macht man das. Reute, contacting Reute and leaving your frequency squad. Wir fahren Delta Echo Bravo, mein Charlie. Ciao, danke. Ja, ciao. Ja, gut. Ja, wenn du ihn jetzt schon kriegst, wahrscheinlich kriegst du ihn jetzt. Was haben wir, die 122.405? Dann können wir uns hier hochlegen, weißt du? Ja. Ah, den werden wir noch nicht bekommen. Probieren es mal als Initial Call. Ja. Reute, Info Delta Echo Bravo, Mike Charlie. Delta Mike Charlie. Ja, servus, Delta Echo Bravo Mike Charlie, VFR aus Frankfurt-Egelsbach mit einem Flugplan circa 3 Minuten nördlich Novemberbond vor Landing. Delta Mike Charlie, servus Moritz. Wir haben Betriebsliste 04 und gesetztes QNH 1017 und melde als nächstes November 1. Liste 04 Betrieb, geschätzt 1017 und Wilco, wir melden November 1. Servus René. 1017, ne? Ja, ich mache die Meinung direkt. Ja, dann können wir uns ein bisschen aufräumen für den Anflug. Charlie, mit dem Crossing 5500. Standby. Ah, Standby, ja. Abstellen, also ihr seht ja. Wir müssen immer so ein bisschen rechts bleiben jetzt. Oh, bis Whiskey, genau, bist du jetzt hier quasi genau leicht rechts da mit ihm. Der ist ja unter uns, ne? Und der ist weit unter uns, ja. Der hängelt sich hier an die Kante entlang. An und du merkst, die Kante. Das zieht sich jetzt hier nach oben zum Teil, ne? Genau. Ah, da rechts von uns, ja. Soll ich die Platzrunde gleich mal reintüdeln oder noch warten? Ja, noch warten, bis wir mal Whiskey sind. Aber ich soll ja rechts bleiben. Genau. Also ihn habe ich noch. Oh, der fliegt vor uns weg. Unter uns. Und ich würde sagen, links rum, genau. Mike Journey, Overhead Whiskey 5300, Turning, ist hier vor. Ja, ja. Melde Mike Charlie und setze Anflug fort für die Piste 04. Melde dann kurzen Einanflug. Mike Journey, setzen fort, melde kurzen Einanflug. Bin hier von Stand, eine ASA 25, ich glaube, das stimmt sich an. Genau, mit 30 Grad Höhe kommt es. Ja, alles gut. Bis draußen. Auch in der Verstanden. Das sieht doch gut aus. Oder? Ja, 30 Grad Höhen ist super. Ja, wir können jetzt auch 45 weg, aber das muss ja nicht sein. Ja. Okay, das war das Schwierigste, glaube ich. Nein. Das war nur den Sink, ah, den habe ich verloren, rechts. Der ist wahrscheinlich irgendwo unter uns. Der ist nämlich auch so rumgetürnt. Kriegen wir knapp hin. Ja, und 2,8 ist die Höhe vom Platz. Genau. Ich
Reporte dir immer, wie viel Fuß du noch ungefähr hast. Sehr gut. Aber vielleicht slippen wir doch ein bisschen, oder? Meinst du? 2,8, nein, du hast noch 1000 Fuß. Das ist ein ja, aber eigentlich muss meinen haben wir den noch dreimal. Das ist doch. Mach mal Flaps voll. Mach mal. Fühlst dich wohler. Check. Du willst was willst du für eine Speed? 65. Ja, das passt locker. 60 ist auch okay. Delta Mike Charlie im kurzen Endteil. 04 verstopft. Delta Mike Charlie, habt sich in Sicht und Landung eigenen Vermessen. Bitte 04. Wind ist jetzt aus 060 mit 10 Knoten. Also fast auf der Bahn. Landung nach eigenem Vermessen. Delta Mike Charlie. Danke. Ah, perfekt. Super. So, hast jetzt noch ungefähr 500 Fuß. Das vor dir, passt genau. Okay, Höhe machen wir jetzt vom Gas. Dann schon wieder ganz normales Profil jetzt fliegen. Guck mal, die haben gerade Windsack da auf die Halle drauf gebastelt. 100 Fuß nur noch. Ja. Ich setze ein bisschen mit Schleppgas rein. Genau, ein bisschen Gas jetzt rein. Für die Höhe. Ah, die Schwelle ist ja auch sehr weit vorne. Lauter sprechen. Perfekt, sehr gut. Stau, 65, 67. Okay, das Gas geht raus.